Európa jövőjét ma nem azok veszélyeztetik első helyen, akik ide akarnak jönni, hanem a nemzetköziség brüsszeli megszállottjai. Nem hagyhatjuk, hogy Brüsszel a törvények fölé helyezze magát. Nem fogjuk hagyni, hogy ránk erőltesse kozmopolita bevándorlás politikájának keserű gyümölcsei. Könyvében ma az van megírva, hogy a rejtőzködő és arctalan világerők megszüntetnek mindent, ami sajátos, ami különálló, ami ősi és ami nemzeti. Összevegyítenek kultúrákat, vallásokat és embertömegeket, míg végül a mi sokszínű és büszke Európánk vérszegény és engedelmes nem lesz. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben. Im Grunde genommen spricht Frau Merkel wie eine Abgesandte von Herrn Soros. Denn der, das war genau der Hintergrund meiner Frage. Das ist genau dessen Philosophie. Ja. Wir können diese ganzen Probleme der Welt nur lösen, indem wir eine völlige, ja im Grunde genommen Völkerwanderung organisieren. Da kommt die ganze arme Welt hierher und dann wird alles neu und anders aufgebaut. Bedeutet natürlich alles, was wir uns irgendwann mal nach Kriegsende erwirtschaftet haben, außerordentlich gefährdet ist, die Demokratie ist gefährdet, gar kein Zweifel. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. We've had this situation in the Middle East, where we've had all this bombing and destruction and chaos and catastrophe, externally created by the United States, NATO, Britain. And this has forced large numbers of people to leave. And this wave into Europe has of genuine people who deserve our help because of the situation that the West has put them in, has been joined by vast numbers of other people who are not refugees but are seeking to get into Europe. And it's being allowed to happen, and it's been long planned for this reason. They want a world government, a world central bank, world army, and world currency, etc. And under the world government, they want these super states. They want the European Union, of course, the American Union, the Pacific Union, all these super states under the world government. And these super states are designed not to be countries any longer, but to be broken up into regions, subordinate regions that are easy to control. The biggest resistance to the breakup and ending of sovereignty is a sense of national identity, a sense of distinct culture being taken aback, not least Germans, at what Chancellor Merkel was doing. When this this great flood of migrants began, she opened the doors to Germany without any question, without any policy, without anything. What she's doing is this. Chancellor Merkel is a 100% owned and willingly owned asset of this hidden hand. And the reason that she's done what she's done is because the agenda demanded it. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen auch Souveränität, Rechte an andere abzugeben, wenn man úgy összefonódott Európa népeivel, úgy belenőtt a közös unióba, hogy ma egyetlen nép, a magyar sem lehet szabad, ha Európa nem az. És Európa ma olyan hervatag, erőtlen és bágyat, mint a virág, amelyen titkos féreg fog a rág. Ma, 168 évvel, az európai népek nagy szabadságharcai után, a mi közös otthonunk, Európa nem szabad. Tisztelt ünneplők, Európa nem szabad, mert a szabadság az igazság kimondásával kezdődik. Ma Európában tilos kimondani az igazságot. Fonják akár sejemből is a szájkosár,
az szájkosár marad. Tilos kimondani, hogy ma nem menekültek érkeznek, hanem népvándorlás fenyegeti Európát. Tilos kimondani, hogy 10 milliós tömegek állnak készenlétben, hogy meginduljanak felénk. Tilos kimondani, hogy a bevándorlás bűnözést és terrort hoz az országainkba. Tilos kimondani, hogy a más civilizációkból érkezők tömegei veszélyt jelentenek az életformánkra, a kultúránkra, a szokásainkra és a keresztény hagyományainkra. Tilos kimondani, hogy a korábban érkezettek beilleszkedés helyett már saját, külön bejáratú világot építettek maguknak, saját törvényekkel és saját eszményekkel, amelyek szétfeszítik az évezredes európai kereteket. Tilos kimondani, hogy ez nem véletlen, és nem szándékolatlan következmények láncolata, hanem kitervelt és irányított akció, ránk irányított embertömeg. Tilos kimondani, hogy Brüsszelben ma azon mesterkednek, hogy minél gyorsabban ide szállítsák és betelepítsék közénk az idegeneket. Tilos kimondani, hogy a betelepítés célja, hogy átrajzolják Európa vallási és kulturális mintázatát, átépítsék etnikai talapzatát, felszámolva ezzel az internacionáli utolsó akadályát jelentő nemzetállamokat. Tilos kimondani, hogy Brüsszel ma lopakodva nyeli el nemzeti szuverenitásunk újabb és újabb szeleteit, hogy Brüsszelben ma sokan egy Európai Egyesült Államok tervén dolgoznak, amelyre soha senki nem adott felhatalmazást. Tisztelt hölgyek és urak! A szabadság mai ellenfeleit más fából faragták, mint a régi uralkodókat, vagy a szovjet rendszer gazdáit. Másfajta eszközökkel kényszerítenek behódolásra. Ma nem börtönöznek be, nem szállítanak lágerekbe, nem foglalják el tankokkal a szabadságukhoz hű országokat. Ma a világsajtó torkolattüzei, a megbélyegzés, a fenyegetés és a zsarolás is elegendő. Vagy inkább elegendő volt eddig. Európa népei lassan felébrednek, rendezik soraikat, és hamarosan lábra kapnak. Az igazság elfolytására épülő Európa gerendái mindenhol recsegnek és ropognak. Európa népei most talán megértették, a jövőjük forog kockán. Nem csak a jólét, a kényelmes élet, nem csak a munkahely, de már a biztonságunk és életünk békés rendje is veszélybe került. Európa jólétben szunyókáló népei végre megértették, hogy végveszély fenyegeti az életelveket, amelyekre Európát építettük. Európa keresztény, szabad és független nemzetek együttélése, férfi és nő egyenjogúsága, fair verseny és szolidaritás, büszkeség és alázat, igazság és irgalom. Ez a veszély most nem úgy támad ránk, mint a háborúk és a természeti csapások szoktak, amelyek egyik percről a másikra kirántják a lábunk alól a talajt. A népvándorlás lassú víz, amely kitartó sodrással mossa el a partot. Humanitárius ügynek adja ki magát, de valódi természete a térfoglalás. És ami térfoglalás nekik, az térvesztés nekünk. Javíthatatlan emberjogi harcosok falkái éreznek leküzdhetetlen vágyat, hogy kioktassanak és megvádoljanak bennünket. Állítólag kirekesztők és ellenségesek vagyunk. Pedig az igazság az, hogy nemzetünk történelme a befogadások és a kultúrák összekapcsolódásának történelme is.
aki új családtagként, szövetségesként, vagy életéért futó jövevényként bekéreckedett, azt beengedtük, és nálunk új hazát talált magának. Aki azzal a céllal érkezett, hogy átalakítsa az országunkat, a maga képére formálja a mi nemzetünket, aki erőszakkal és akaratunk ellenére jött, az mindig ellenállásba ütközött. Ministerpräsident, Bundeskanzler Faymann, der österreichische Bundeskanzler, beklagt sich darüber, dass Sie ihn falsch informiert hätten. Er sagt, dass Sie ihm gesagt hätten, 4.000 Flüchtlinge kommen. Tatsächlich sind 10.000 Flüchtlinge nach Österreich gekommen. Haben Sie ihn absichtlich falsch informiert oder ist Ihnen da ein Fehler unterlaufen? Kizárólagos. Es ist ausschließlich die Entscheidung Österreichs, wie viele Menschen die Grenzen passieren dürfen. Laut Regelung darf man die Grenze ohne gültige Papiere nicht passieren, außer es wird genehmigt. Österreich hat diesen Menschen die Einreise genehmigt und auch festgelegt, wie viele kommen dürfen. Das heißt, Österreich hätte die Grenzen schließen sollen. Und die Flüchtlinge, die 10.000 Flüchtlinge, die im Grenzgebiet bei Hedja Shalom waren, nicht ins Land lassen sollen. Dann wären die jetzt noch dort im Grenzgebiet. Solange Österreich und Deutschland nicht klar sagen, dass sie keine weiteren Migranten mehr aufnehmen, solange werden mehrere Millionen neuer Einwanderer nach Europa kommen. Wenn wir unsere Einstellung nicht ändern, sondern uns weiterhin einladend zeigen wie derzeit, dann werden sie weiterhin kommen und wir werden unsere Grenzen nicht schützen können. Das heißt, Österreich hätte die Grenzen schließen sollen. Und die Flüchtlinge, die 10.000 Flüchtlinge, die im Grenzgebiet bei Hedja Shalom waren, nicht ins Land lassen sollen. Dann wären die jetzt noch. Wir respektieren Österreich und seine gewählten Repräsentanten und wir können und wollen ihnen auch keine Ratschläge geben. Und Schulmeistern wollen wir schon gar nicht. Wir sind mit unseren eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Wir konzentrieren unsere Kräfte darauf, dass unsere Südgrenze nicht durchlässig wird und wir sie schützen können. Wir wollen dem europäischen Recht entsprechen. Das besagt, dass Europas Außengrenzen nur an den Grenzübergängen passierbar sein dürfen und nirgends anders. Lehet átlépni, egyébként nem. Täuscht dieser Eindruck, dass Sie jetzt ungehindert die Flüchtlinge in den Westen schicken? Fordítva. Magyarország rendelkezik azzal az erővel, pénzügyi és rendőri erővel, Es ist umgekehrt. Ungarn hat die finanzielle und polizeiliche Kraft, für alle in Ungarn Unterkunft und Verpflegung zu sichern. Es gibt Sammelstellen, wo die Asylwerber und Einwanderer hingehen können. Dort werden sie medizinisch versorgt, dort bekommen sie Unterkunft, Wasser und Essen. Das Problem ist nicht auf unserer Seite. Die Einwanderer wollen nicht hier bei uns Asyl, sondern sie wollen in Deutschland Asyl. Sie glauben, in Deutschland wartet auf sie ein sicheres, leichtes und gutes Leben. Diese Menschen sind nicht in Gefahr. Nachdem sie aus Syrien, Pakistan oder anderen Ländern geflohen sind, sind sie nicht mehr in Gefahr. In den türkischen Flüchtlingslagern lebt man nicht gut, aber man ist sicher. Auch Griechenland ist ein sicheres Land, Mazedonien ist sicher, Serbien und auch Ungarn. Aber sie wollen in diesen Ländern nicht sein, weil sie in Deutschland Flüchtling sein wollen. Serbia ist das und Magyarország ist. Sie wollen nicht in diesen Ländern sein, weil sie Németmenekültek akarnak lenni. Das heißt, Sie betrachten diese rund 10.000 Menschen, die jetzt in Österreich sind, als reine Wirtschaftsflüchtlinge, die keinen Anspruch auf Asyl haben nach Genfer Konvention. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ich betrachte einen sehr großen Teil dieser Menschen nicht als Flüchtlinge, die nach Sicherheit suchen, sondern nach einem besseren Leben. Wir nennen sie Wirtschaftseinwanderer. Wenn Ungarn jetzt von lauter sicheren Drittländern umgeben ist, wie kann man eigentlich politisches Asyl in Ungarn bekommen? Geht das noch oder ist das eigentlich unmöglich geworden? Man kann darum ansuchen und wenn man angesucht hat, werden wir alle Anträge auch überprüfen. Gibt es einen Fluchtgrund, wird Asyl gewährt. Aber diese Menschen suchen nicht um politisches Asyl an. Sogar sie selber sagen, dass sie ein besseres Leben wollen. Ungarn hält die internationalen Regeln ein. Wir registrieren alle und wir überprüfen jeden einzelnen Fall. Wer sich nicht registrieren will, sondern sofort weiterreisen will, den können wir nicht zwingen, bei uns Asyl zu beantragen. Wir wollen alle mit der Kraft des Rechts dazu bringen, sich in Ungarn registrieren zu lassen, wie das auch das internationale Recht vorschreibt. Wir gewährleisten allen Asyl gemäß den internationalen Konventionen.
es gibt verschärfte Asylgesetze. Darin heißt es auch, dass Soldaten an die Grenze geschickt werden. Was ist der Auftrag dieser Soldaten? Im Notfall auch auf Flüchtlinge schießen oder was ist die Aufgabe dieser Soldaten? Mi Európát védjük. Wir schützen Europa gemäß den europäischen Regeln und die besagen, dass die Grenzen nur an bestimmten Stellen und nach Registrierung überschritten werden können. Wir bauen jetzt eine Grenze, damit wir alle an jene Stellen führen können, wo man legal die Grenze überschreiten kann. So können wir den illegalen Grenzübertritt verhindern. Würde Griechenland die europäischen Verpflichtungen erfüllen, dann gäbe es weder in Ungarn noch in Österreich Probleme. Aber Griechenland macht das nicht, obwohl die Einwanderer dort in die EU eintreten. Und deswegen wird das Problem zu uns und zu Ihnen verschoben. Das heißt, die Soldaten haben dann demnach auch einen Schießbefehl. Das ist nicht nötig, weil es an der Grenze einen Zaun geben wird, den man nicht überwinden kann. Wer trotzdem über den Zaun will, muss verhaftet und rechtlich verfolgt werden. Es wird keine Waffengewalt notwendig werden. 1956 sind knapp 200.000 Ungarn nach Österreich geflüchtet. Hätte damals Österreich auch einen Zaun errichten sollen, Ihrer Meinung nach? Wir wollen genau das, was Österreich 1956 gemacht hat. Die Ungarn konnten damals nicht ohne Erlaubnis auf der Mariahilfer-Straße herumspazieren. Die Ungarn wurden in Lager gebracht, dort korrekt verpflegt und sie konnten dort ihre Anträge abgeben, wohin sie weiterreisen wollen. Hat sich ein Aufnahmeland gefunden, konnten sie weiterreisen. Aber sonst mussten sie sich im Lager aufhalten. Hätten wir heute dasselbe System wie 1956 in Österreich, hätten wir diese Probleme nicht. Sie wollen eine europäische Lösung der Flüchtlingskrise, wollen aber keine Quoten akzeptieren. Ist das nicht ungerecht, dass dann Flüchtlinge in Westeuropa verteilt werden, während Ungarn keine Flüchtlinge aufnehmen möchte? Wenn Europas Außengrenzen nicht abgesperrt sind, hat es keinen Sinn, über Quoten zu sprechen. Wenn die Außengrenzen abgeriegelt sind, dann können wir über Lösungen sprechen. Solange wir unsere Außengrenzen nicht beschützen, wissen wir nicht, wie viele Menschen wir aufteilen wollen. Und ich denke, viele Millionen Menschen sind unterwegs und wenn die europäischen Politiker so weitermachen wie bis jetzt, dann können noch viele Millionen Wirtschaftseinwanderer nach Europa kommen. Möglich. Und ich bitte um Unterstützung dahingehend, dass dieser unkontrollierte Vorgang außerhalb der Rechtsordnung nunmehr innerhalb der Rechtsordnung gemanagt werden sollte. Und wir bitten diesbezüglich um die Unterstützung von Europa, Deutschland und Bayern. Und deshalb ist für uns unter den Streitfragen Nummer eins die Frage der Grenzsicherung. Wir waren mit Herrn Ministerpräsidenten und Herrn Fraktionsvorsitzenden uns auch dahingehend einig, dass es unsere gemeinsame Zielsetzung ist, die europäische Ordnung und die europäische Rechtsordnung wieder herzurichten. Wenn es keine europäische Rechtsordnung und eine entsprechende Geordnetheit gibt, dann bleibt Improvisation, dann bleibt Unberechenbarkeit, dann bleibt ein Durcheinander, ein totaler Vertrauensverlust und wir verlieren die Fähigkeit, Ereignisse unter Kontrolle zu halten. Heute sind wir auf diesem Wege und deshalb ist die Wiederherstellung der europäischen Rechtsordnung, der Gesetze, ein Tor zum Ausweg, vielleicht das einzig Denkbare. Und schließlich habe ich Herrn Ministerpräsident darüber informiert, dass ich heute in Brüssel selbst ebenfalls Lösungsvorschläge unterbreiten werde. Mein Ziel besteht darin, dass wir versuchen, Realität zum Teil der europäischen Politik werden zu lassen. Ich habe das Gefühl, dass heute Entscheidungen getroffen werden, dass Realität, die Sprachbenutzung in Europa und die Argumentation in der europäischen Diskussion nicht dominiert. Ich werde heute 6 Dinge vorschlagen. Gewinnen wir Griechenland dafür, den Grenzschutz den europäischen Ländern zu überlassen, die bereit sind, die griechische Außengrenze ordnungstechnisch zu sichern. Die Flüchtlinge und die Wirtschaftseinwanderer sollten noch außerhalb des Schengener Gebietes getrennt werden. Die Liste der sicheren Drittstaaten sollte auf europäischer Ebene definiert werden und jedes Land
dass ein Beitrittskandidat ist oder ein Mitglied ist, sollte automatisch draufstehen. Hinsichtlich neuer Ressourcen sollten sämtliche Ausgaben um 1% reduziert und sämtliche Einzahlungen um 1% erhöht werden. Das sind insgesamt 3 Milliarden Euro. Das brauchen wir für das Managen der Krise. Fünftens schlage ich vor, dass wir eine besondere Partnerschaft gestalten sollten mit Ländern, ohne die wir die Situation nicht unter Kontrolle kriegen. Besonders erwähnen möchte ich die Türkei und ich schlage auch ein Überdenken der Beziehungen zu Russland vor. Und sechstens, und dafür werde ich auch vor den Vereinten Nationen eintreten nächste Woche, wir sollten ein Weltkontingent aufstellen und wir sollten die ganze Welt involvieren, wenn es darum geht, diese Flüchtlingskrise, diese Einwanderungskrise, wie wir das sagen, diese Völkerwanderungskrise zu managen. Und da sollte es dann Quoten geben, gemäß der Logik, die von der CSU für Europa erarbeitet wurde. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, ich bin froh, dass wir von der ungarischen Fernsehen. Ich frage, Herr Ministerpräsident, gibt es schon eine Entscheidung darüber, wann die Situation, die technische Grenzsicherungsanlagen, wann werden sie scharf gestellt an der kroatischen Grenze? Ich sage es den nicht-ungarischen Journalisten hier, dass Ungarn die 175 Kilometer lange Grenze zu Serbien zuvor physisch undurchdringbar gemacht hat, anstelle der Grüngrenze. Physisch nennen wir das Grenzzaun, ordnungstechnisch mit Human Resources, beziehungsweise durch eine Gesetzgebung, die illegale Grenzüberschreitung ahnden. Das heißt, der illegale Grenzübergang von Serbien nach Ungarn ist auf den Bruchteil zurückgegangen. Der Zaun, die physische Absperrung der grünen Grenze funktioniert. Wir sind in der Lage, Antragsteller abzuwickeln, noch bevor sie Schengener Gebiet betreten. Wir sind in der Lage, die Verfahren abzuwickeln. Wenn es sein muss, dann sind wir in der Lage, die Grenzen mit physischer Kraft zu schützen und zu erreichen, dass nur an den Grenzübergängen zu Schengener Bedingungen Schengen betreten werden kann und auch die anderen Länder. Das schaffen wir heute auf 175 Grenzkilometern. Die Frage ist, ob wir das auch schaffen werden auf 355 Kilometern Grenze zu Kroatien. Heute ist das die Schengener Außengrenze Europas. Wir konzentrieren unsere gesamte Kraft darauf. Der Ausbau der physischen Grenzsperre ist im Gange. Wir haben die Grenzübergänge definiert. Wir haben vom Parlament die Möglichkeit erlangt, Militär dorthin zu verlegen. Die Verlegung wurde, wie Sie sagen, bekommen. Wir sind am Umgruppieren der Kräfte und ich bekomme laufend Berichte. Und wenn der Bericht kommt, dass wir in der Lage sind, ungarische Gesetze geltend zu machen und die Grenzsperre an der grünen Grenze zu aktivieren. Und wenn wir in der Lage sind, die Grenzübergänge zu aktivieren, dann werden wir die Abriegelung anordnen und dann wird es nicht möglich sein, ohne strafrechtliche Folgen die grüne Grenze zwischen Kroatien und Ungarn zu überschreiten. Kompliziert wird die Situation dadurch und die Zukunft wird erschwert dadurch, dass Kroatien zugegebenerweise, ich werfe Ihnen also nichts vor, ich zitiere Sie bloß, dass Kroatien zu Tausende Menschen an die Grenze bringt, die sich nicht registrieren lassen wollen und die nicht die grundsätzliche Anforderung der Kooperation mit den Behörden akzeptieren wollen. Sie wollen, ohne sich registrieren zu lassen, durch die Grenze nach Ungarn, damit sie durch Österreich zu ihnen kommen können. Und das widerspricht sämtlichen europäischen Regelungen. Das können wir nicht zulassen. Das tun wir nicht aus Spaß an der Freude. Niemand leistet gerne Dienst an den Außengrenzen. Jeder hat lieber ein zivilisiertes Leben. Aber Ungarn spielt jetzt die Rolle, die gemeinsamen Außengrenzen schützen zu müssen. Und solange wir von der Europäischen Union, von dieser Verpflichtung nicht freigestellt werden, müssen wir dieser Pflicht nachkommen. Tun wir das nicht, dann werden die Grenzen zwischen Österreich und Ungarn beziehungsweise zwischen Deutschland und Österreich verlaufen. Das wird dann verrutschen. Und es wird alles zunichte werden. Es wird uns alles zwischen den Fingern zerrinnen. Es wird alles verdünnisiert, was wir in den letzten 20 Jahren erreicht haben, was man als großartiges gemeinsames freies Europa bezeichnet. Das steht auf dem Spiel. Deshalb muss man die Außengrenzen Ungarns schützen. Und unabhängig. Kirsten Gierschig, Deutsches Fernsehen, ARD.
Herr Orban, die CSU erwartet ja ein deutliches Signal von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass nicht mehr unbegrenzt Flüchtlinge aufgenommen werden. Was erwarten Sie von Bundeskanzlerin Angela Merkel? Nicht so lange aufdrücken. Hossul, die Stammbahn. Ich habe eine lange Liste. Aber das sind jetzt alles unbedeutende Fragen. Das Wichtigste ist, dass es keinen moralischen Imperialismus geben sollte. Das ist am wichtigsten. Ich zweifle nicht am Recht Deutschlands, moralische Anforderungen zu definieren, diesbezüglich für sich. Und falls die Entscheidung getroffen wird, alle reinzulassen oder niemanden reinzulassen, dann werden wir diese Entscheidung als deutsche Entscheidung akzeptieren. Ob sich Deutschland ändern soll oder nicht, das ist eine Sache, die von den Deutschen entschieden werden muss. Ich sehe, dass manche das so, manche anders sehen. Und an dieser Diskussion möchte ich mich auch auf keinen Fall beteiligen. Das ist eine innenpolitische Diskussion in Deutschland und da möchte ich nicht in eine solche Situation geraten, dass ich eine von der von mir verehrten deutschen Kanzlerin abweichende innenpolitische deutsche Stellungnahme vertrete. Das wäre illegitim, das mache ich nicht. Aber ganz egal, wie die Deutschen sich auch entscheiden, das soll nur für sie gelten. Darum bitte ich. Wir sind Ungarn. Wir können die Welt nicht mit den Augen eines Deutschen sehen. Wir können nicht mit einem deutschen Kopf denken. Wir können nicht über deutsche Geschichte nachdenken. Wir können mit ungarischen Köpfen, gemäß ungarischen Interessen, aufgrund der ungarischen Geschichte denken. Und es mag sein, dass wir nicht zum gleichen Schluss kommen. Wir sollten das Recht haben, zu einem anderen Schluss zu kommen. Wir sollten das Recht haben, uns nicht ändern zu wollen. Ungarn möchte nicht eine Änderung aufgrund einer massenhaften Einwanderung. Vielleicht wollen das andere. Dieses Recht kann niemandem abgesprochen werden. Wir wünschen dazu viel Erfolg. Aber wir wollen uns nicht ändern. Man möge Ungarn nicht dazu zwingen, weil andere Länder sich ändern wollen, sich ebenfalls mit ändern zu müssen, wenn die Ungarn das nicht wollen. Das ist ein Widerspruch im Vergleich zu den Grundlagen der ungarischen Demokratie, denn die Ungarn wollen das nicht. Und ich bitte jedes Land, so auch Deutschland, darum, diese Entscheidung der Ungarn zu achten. Eine letzte kurze Frage, Daniela Kur von der Süddeutschen Zeitung. Herr Ministerpräsident Orban, was empfinden Sie eigentlich, wenn an Ihrer Grenze Menschen aufgrund Ihrer Befehlsgewalt mit Wasserwerfern und Gummiknüppeln zurückgedrängt werden? Wir Ungarn machen den Unterschied zwischen Straftätern und Asylsuchenden. Die ungarische Polizisten angreifen, die sie bewerfen, die sie mit Todesdrohungen überhäufen, die ein Ultimatum per Lautsprecher an sie richten mit den Worten, wenn ihr die Grenze nicht öffnet, werden wir durchbrechen. Die ungarischen Polizisten physische Verletzungen zufügen. Solchen Menschen gegenüber habe ich kein Mitgefühl, denn die begehen Straftaten. Auf der anderen Seite habe ich Mitgefühl gegenüber Menschen, die betrogen worden sind. Denn die Menschen, die sich stauen an der Grenze Ungarns, sind betrogen worden. Betrogen von den Schleppern, denn sie haben versprochen, sie für Geld auf EU-Gebiet zu bringen. Und das wird nicht möglich, zumindest nicht über die ungarische Grenze. Und betrogen worden sie auch von den Politikern, die das Gefühl erweckt haben oder die Message geschickt haben, sie seien willkommen. Und jetzt sollen sie zurückgeschickt werden. Oder es wird von uns Ungarn erwartet, sie nicht ins Schengen-Gebiet reinzulassen innerhalb der EU. Ich denke, Ungarn hat niemanden betrogen. Wir haben immer klar gesagt, wie die ungarische und die europäische Rechtslage aussieht, die wir einhalten, auch wenn es uns das Herz bricht. Mehr noch, die Definition der christlichen Verantwortung ist in den Köpfen der Ungarn sehr deutlich und offensichtlich anders formuliert als hierzulande. Denn wie ist momentan die Verantwortung eines Christen? Ein Christ hat die Verantwortung, dem zu helfen, der Hilfe benötigt. Und ein christlicher Politiker hat die Verantwortung, diesen Menschen dazu zu verhelfen,
Einwanderern und Migranten zu helfen, ihr Leben baldestmöglich dort fortzusetzen, wo das verunmöglicht worden war. Unsere christliche Verantwortung besteht nicht darin, hier ein anderes Leben zu geben. Das gehört nicht in den Bereich der christlichen Verantwortung. In den Bereich der christlichen Verantwortung gehört ihnen dabei zu helfen, dort weitermachen zu können. Und solange das nicht möglich ist, müssen wir ihnen Schutz gewähren. Aber das endgültige Ziel darf nicht vor Augen verloren werden. Das endgültige Ziel besteht darin, dass jeder dorthin zurückkehrt, wo er weg musste. Wir müssen solche Zustände herbeiführen. Wir sollten Mittel bereitstellen, damit wir diese Krise so managen, dass sie dorthin zurück können, wo sie hergekommen sind. Denn das ist ihr Land, das ist ihr Leben. Wir müssen dort ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. So sehe ich in meiner Auffassung die Verantwortung eines christlichen Politikers. Interesse, herzlichen Dank und schönen Tag. Hölgyeim és uraim, kedves szülők és családtagok! Örülök, hogy ma itt lehetek együtt önökkel. Zord idők bátor és elkötelezett embereket kívánnak. Önök ma arra tettek esküt, hogy megvédik Magyarország határait, megvédik a magyar otthonok biztonságát. Ezzel Európát is védik, ahogy ez mifelénk az utóbbi 500 évben lenni szokott. Megvédeni magunkat és Európát is, ez lett évszázadok alatt a magyar nemzet sorsa. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A naivitás, az illúziók és az erélytelenség korszaka lezárult Európában. Két lábbal kell állnunk a földön, és abból kell kiindulnunk, amit látunk, és nem abból, amit látni szeretnénk. Vannak, akik azt gondolják, hogy minden ember, aki Európába jön, a mi szokásaink és törvényeink szerint akar élni. A tények ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. Terrortámadások, zavargások, erőszak, bűnözés, etnikai és kulturális összeütközések mind arra figyelmeztetnek, hogy akik idejönnek, nem a mi életünket akarják élni. Ők a saját életüket szeretnék folytatni, csak éppen az európai emberek életszínvonalán, vagy éppen abban az országban, ahová a brüsszeli bürokraták szét akarják osztani őket. Tudjuk, hogy a migránsok áldozatok is, az embercsempészek, a beengedést és meghívást ígérgető európai politikusok és saját illúzióik áldozatai. Értjük őket, de nem engedhetünk a követelésüknek, nem engedhetjük be őket Európába. Az emberi jogok sehol sem írják elő a nemzeti öngyilkosságot. Ráadásul az illegális bevándorlók között terroristák is érkeznek. Ezért több európai országban is ártatlan emberek veszítették el életüket, és fizettek életükkel saját országuk gyengeségéért. Az igazságot el kell ismerni akkor is, ha az a magyarok számára kedvező. Az igazság az, hogy Európa jobban járt volna, ha nem támadja a magyar megoldásokat, amelyek működőképesnek és hasznosnak bizonyultak, és amelyeket azóta már egyre több ország átvesz tőlünk. Az igazság az, hogy az illegális bevándorlás és a korlátlan migráció egyszerre fenyegeti a mindennapok biztonságát, veszélyezteti gazdasági eredményeinket, és veszélyezteti a kultúránkat. Az igazság az, hogy azt tettük, és azt fogjuk tenni, amit kötelességtudatunk és lelkiismeretünk diktál. Megvédjük hazánk határát, megvédjük a saját életünket, és megvédjük a mindennapjaink biztonságát. Az igazság az, hogy tettekkel bizonyítottuk,
hogy megállt lehet parancsolni a bevándorlásnak, mert ehhez csak elszántság, bátorság és akarat kell, és mindenek előtt olyan emberek, mint önök. A Magyar Honvédség és Rendőrség munkájának köszönhetően Magyarország ma az Európai Unió egyik legbiztonságosabb országa. Nálunk nincs terrorizmus, nincs tömeges erőszak, nem hajtanak teherautóval az ünneplő emberek közé, de kérem önöket, ne feledjék, mindez nem jelenti azt, hogy velünk magyarokkal nem fordulhatnak elő ilyen szörnyűségek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az európai migrációs válság nem ért véget. Brüsszel továbbra is szét akarja osztani az elmúlt években illegálisan bejutott 2 milliós tömeget. A nyomás, a határainkra nehezedő nyomás a következő években nem fog megszűnni. Sok százmilliós a jobb élet reményében útnak indulók utánpótlási bázisa. A világ nem a rendezettség, hanem a kiszámíthatatlan nyugtalanság irányába tart. Kívülről, Brüsszelből továbbra sem várhatunk megoldást. Épp ellenkezőleg nekünk kell megvédenünk saját magunkat. Mindig jobb arra számítani, hogy nem lehet nekünk ártani, mint arra, hogy nem akarnak nekünk ártani. Mindebből az következik, hogy a határvédelem továbbra is kiemelt fontosságú nemzetbiztonsági ügy. Biztosítom önöket, hogy a kormány továbbra is megteremti a fizikai, jogi és élőerős hármas védelmi vonalunk működési föltételeit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt esküvők! Végül szeretném a magyar emberek nevében megköszönni önöknek, hogy volt bátorságuk vállalni ezt a szolgálatot. A tisztesség úgy kívánja, hogy megbecsüljük azokat, akik akár az életüket is hajlandóak kockáztatni azért, hogy a többi magyar ember biztonságban legyen. Ehhez a munkához önök minden szükséges tudást megkaptak az előjáróiktól. A legfontosabbat azonban mindannyian otthonról hozták magukkal, a bátorságukat. Ne felejtsék, a bátorságot joggal tartják az első számú emberi tulajdonságnak. Ez az, ami lehetővé teszi az összes többit. Azt se felejtsék, hogy mi magyarok szerencsés nemzet vagyunk, mert az első számú tulajdonság történelmi örökségünk. Ez a bátorság tartotta meg Magyarországot 1000 éven át, és erre a bátorságra alapozzuk a magyar jövőt is. Kérem, tartsák észbe, az önök bátorsága a magyar emberek biztonságának alapja. Sok sikert kívánok a munkájukhoz!